Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich was ausprobiert und das ist ein Buch von Action. Das ist das Sketchbook und da sind 80 Papiere drin, 140 Gramm schwer und ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe auf Schwarz noch nicht viel gemacht, deswegen muss ich da mehr ausprobieren. Das ist jetzt mit Acrylfarbe gemalt und ihr seht, das kann man so lassen. Also ich möchte es jetzt so lassen. Ich möchte gar keine Veränderung mehr oder nichts mehr drauf malen. Ich finde es toll so. Und man kann es wirklich drehen und wenden und irgendwie sieht es immer toll aus. Ja, ihr merkt, in meinem Kopf rattert es und da werde ich so manches noch ausprobieren. Bleibt spannend, sehr spannend. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video ansehen und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt geht's los. Ja, hier seht ihr den Umschlag nochmal von dem Sketchbook und ja, es sind 80 Seiten, so Menge, würde ich mal sagen. Ich habe mir das jetzt so abgeklebt, habe dann nochmal Karton drunter gemacht, weil das einfach, ja, ich denke, das weicht dann doch richtig auf, ja, um das Ganze zu stabilisieren. Und ihr seht, ich habe da so Restfarbe, ich habe da vorhin schon mal was ausprobiert und die nehme ich jetzt einfach mal her. Ganz locker, ohne drüber nachzudenken. Und es ist total interessant, wie dann doch immer wieder noch das Schwarz durchkommt. Also ja, man kann da natürlich auch noch mehr deckend arbeiten, aber ja, hier seht ihr nämlich jetzt wieder weiß und das ist wirklich Echtzeit hier, weil das Video ist so kurz, dass ich mir gedacht habe, das könnte ich eigentlich für euch in Echtzeit lassen. Ja, ich klecks und mach und tu. Also ich habe hier dieses Magenta-Rot, das ist ein anderes Rot, das habe ich mir erst besorgt. Und dann ein Rosé-Ton, da hatte ich aber noch nicht mehr viel. Und das Blau, ein Türkis, ein Weiß. Und ja, ich klecks einfach nur mal rum. Auch zum Ausprobieren, wie lang brauche ich denn, bis das Schwarz nicht mehr so zu sehen ist. Und dann ist mir eingefallen, die Farbe ist nur feucht an vielen Stellen. Da könnte ich doch mal etwas kratzen, damit eben das Schwarz wieder hervorkommt, weil das ja dann doch sehr deckend war. Und ich habe mir da so ein Kartonstück genommen. Da habe ich ja viele wegen meinen Passepartout, die ich da immer schneide. Und habe ich mir ein Stück runtergeschnitten. Ein schmaleres Stück. Das hält genauso viel aus, wie ich es eben gebraucht habe. Ja, werdet ihr gleich sehen. Und nochmal Farbe. Und nochmal Farbe. Nochmal Farbe. Ja, in Farbe schwelgen. Sieht wüst aus, ne? Und da fiel mir auf, ah ja, wunderbar, das ist ja noch so schön nass. Probieren wir das doch mal aus. Bin jetzt gerade weggegangen, hol den Karton und schneide mir ein Stück runter. So, und jetzt geht's los. Seht ihr? Ich probiere einfach mal aus, was da so geht. Wenn dann zu viel Farbe auf dem Karton ist, streiche ich das nebendran ab. Ich habe ja immer ein Papier nebendran. Das werdet ihr auch haben. Ja. Und so kommt jetzt das Schwarz wieder zum Vorschein. Überlege ich, wie weitermachen. Nehme ich die andere Seite. Mach so, ja, Rauten rein, ein paar Striche. Und dann so ziehe ich mir so Kreise. Auch interessant.
nehme überall, wo ich meine, eben noch etwas Farbe weg. Und manches ist schon etwas angetrocknet, das andere ist noch feucht, aber das finde ich sehr interessant. Das macht es richtig klasse, finde ich. Und es macht auch richtig Spaß. Jetzt nochmal über die schon rausgezogene Farbe noch etwas drüber gehen. Ich nehme mir jetzt noch etwas Weiß und gehe mit der Kante noch etwas drüber, seht ihr? Der Seite noch mal von der anderen Seite mal rüberziehen. Um es nicht so linkslastig zu machen, um da wieder etwas Ausgleich zu schaffen. Schon sehr interessant, was sich da so alles ergibt. Also mit der Technik wäre auch schön, so Städte zu machen. Ja, wie eingangs schon gesagt, irgendwie, ja, es rattert in meinem Kopf. Und es wird noch sehr spannend. Ja, schon ist das Bild fertig. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Detailansichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!